Ich begrüße euch ganz herzlich und hoffe, es geht euch gut. Was ist ein Performance Index? Ich habe mehrere Videos über Indizes gemacht, über den DAX, über den Dow Jones, über den Eurostoxx und immer wieder tauchen die Begriffe Performance Index und Kursindex auf. Über den Kursindex habe ich ein eigenes Video gemacht. Heute gehen wir auf den Performance Index ein. In einem Performance Index, da werden die Kursveränderungen mit Korrektur um Zins- und Dividendenzahlung berücksichtigt. Das bedeutet, die Beträge werden reinvestiert. Wenn eine Aktie beispielsweise bei 100 Euro notiert und dann eine Dividende von 2 Euro ausschüttet, dann wird in aller Regel es erstmal zu diesem Dividendenabschlag kommen. Das bedeutet, die Aktie notiert dann 100 minus 2 bei 98 Euro. So, in einem Performance-Index werden diese 2 Euro direkt wieder rechnerisch investiert. Es wird also so getan, als ob alle Ausschüttungen direkt wieder investiert werden. Das ist der Unterschied zum Kursindex. Das prominenteste Beispiel eines Performance-Index ist der DAX. Das soll es für heute gewesen sein. Wenn ihr dazu Fragen habt, dann stellt die sehr gerne und nutzt die Kommentarfunktion. Ansonsten sehen wir uns bald wieder. Ihr mich auf jeden Fall. Macht's gut.